Ja, liebe Zuschauer, PISA und der Zustand des deutschen Bildungssystems. Hören Sie dazu einen Kommentar von Gernot Hassknecht, Autor des erfolgreichen Teenager-Ratgebers. Hör auf zu onanieren und räum dein Zimmer auf. Meine Fresse, bin ich froh, dass ich kein Kind bin. Turbo-Abitur. Alle 3 Sekunden eine neue Schulreform. Mal ganz ehrlich, jede Laborratte hat mehr Spaß im Leben als diese armen Schweine. Wir hatten nach der Schule frei. Nachmittags gab's keine Portugiesisch-AG. Nachmittags haben wir dem Physiklehrer Hundekacke in den Briefkasten geworfen. Jeden Tag. Das fanden wir lustig. Das finde ich auch heute noch lustig. Lass die Plagen in Ruhe. Herrgott noch mal. Wozu das verschissene G8? Wenn einer unbedingt vergleichende Religionswissenschaften studieren will, dann ist es doch völlig Wumpe, ob er mit 22 oder mit 23 Taxi fährt. Die armen Kinder sind völlig verunsichert. Hier, meine Enkelin Lara, die ist total verunsichert. Das Kind ist 8. Warum muss die schon Englisch lernen? Hä? Lara, warum musst du schon Englisch lernen? Sehen Sie? Ein seelisches Wrack. Los, du schreibst jetzt sofort einen Brief an deinen Kultusminister. Ja, nur mach schon. Steh hier nicht rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja, was? Schreib deinen blöden Brief doch selber, du alter Sack.